Beim Olympischen Jugendfestival in Vorarlberg und Liechtenstein wurden im Aktivpark Montafon in Tschagunz die Eishockeybewerbe ausgetragen. Die Nachwuchsnationalmannschaften von Tschechien, Schweiz, Slowakei, Russland, Finnland und Österreich duellierten sich in Gruppenspielen. Schon beim Aufwärmen war klar, dass das Niveau hoch ist und die Teams sich nichts schenken werden. Reinhard Divis, Torhüterlegende und erster Österreicher, der jemals in der NHL spielte, erklärte, wie wichtig die Spiele für die heimischen Talente sind. Wir kriegen leider nie die Möglichkeit, dass wir gegen die wirklichen Top-Nationen spielen. Jetzt haben wir es Gott sei Dank mal gekriegt und jetzt schauen wir, wie wir bestehen können. Hat sich die Mannschaft besonders vorbereitet? Hat man richtig gesagt, man konzentriert sich auf die EO? Ja, haben wir uns schon im August zusammen getroffen in Salzburg zum Hookies Cup. Da waren alle Top-Nationen, allerdings auch ja jünger. Da haben wir überraschend gut abgeschnitten, aber jetzt ist das Niveau noch einmal um eine Stufe höher. Sechs Vorarlberger Nachwuchsspieler schafften den Sprung zur EOF. Jonas Kofler, Yannick Fröwis und Kai Fessler aus Dornbirn, Dennis Sticher und Gregor Pilgram aus Feldkirch und der Hohenemser Timo Demuth. Im Kräftemessen mit den russischen Alterskollegen wurde allerdings deutlich, dass zum besten Nachwuchsteam der Welt ein wenig fehlt. Die Mannschaft von Trainer Roger Bader musste sich gegen Russland mit 0:5 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz herrscht im Aktivpark ausgelassene Länderspielstimmung. Zudem haben die österreichischen Eishockey-Cracks viel Erfahrung gesammelt und wollen in den nächsten Spielen wieder voll angreifen.